Was up und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder Face of the Franchise. Schon mal kurz Vorwarnung, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe heute, also die EA-Server waren heute down, deswegen konnte ich nicht den Live-Kader nehmen. Und genau, gewonnen hat Tobi. Und der hat mir geschrieben, ich soll Jacksonville gegen Houston spielen. Und beziehungsweise er war halt der Einzige, deswegen hat er gewonnen. Aber macht ja nichts. Das heißt, wir spielen jetzt mit Jacksonville, weil die heimspielen. Und ja, wir sind schon in Woche 9, was geht ab? So schnell geht's. Nächste Woche, Woche 10, wenn ihr 10 € gewinnen wollt oder die Chance haben wollt, 10 € zu gewinnen, dann schreibt mir in den Kommentar, von welches Matchup ich aus Woche 10 spielen soll. Also, wir fangen hier direkt an mit den Jaguars, mit dem Kickoff Return. Ich muss ehrlich zugeben, ich kenne mich bei den Jaguars wirklich kaum aus, aber ihr seht hier schon direkt, Leonard Fournette spielt da noch, weil der Kader halt nicht geupdatet ist, weil die EA-Server down waren. Daher haben wir noch Leonard Fournette und Yannick Ngakoue. Und ja, wir fangen direkt erstmal an mit einem 3 and Out. Die Jaguars ja derzeit echt nicht so gut, deswegen passt das auch ziemlich gut. Aber die Texans ja auch noch nicht. Bisher noch nicht wirklich in Form. Aber es ist ja, es wird ja immer noch spekuliert auf ein Comeback. So langsam wage ich zwar meine Zweifel, aber ich glaube, dass sie heute gewinnen werden. Und da ist direkt der erste Sack, aber durch eine Face Mask wird dieser Sack aberkannt und die Texans bekommen direkt den nächsten First Down. Ja, Deshaun Watson tut mir echt leid bei den Texans, weil er einfach keine Protection hat. Die O-Line ist eigentlich ziemlich trash. Und hier kommen wir direkt zu einer sehr komischen Szene oder zumindest zu einer ziemlich coolen Szene, und zwar ein Fumble, und wie er den hier aufnimmt, so mit einer Hand, fand ich ziemlich cool, deswegen habe ich da so ein Highlight reingemacht. Aber es ist wurde im Booth Review overturned und daher bleiben die Texans im Ballbesitz und David Johnson direkt hier mit dem nächsten Carry holt das nächste First Down. Jaguars Defense bisher eigentlich gar nicht so schlecht, ein Forced Fumble, der nicht erzählt hat. Hier direkt nächste Szene. Der war nicht complete, der Touchdown, weshalb ich das auch nochmal reingenommen habe, damit man sieht, dass der wirklich out of bounds gefangen wurde. Aber die Texans gehen trotzdem mit 13-0 in Führung. Ich komme hier gar nicht dazu, meine Sätze zu beenden, weil direkt das nächste, immer das nächste passiert und hier direkt die nächste Flag. Ich denke, dass eine Facemask ist, aber nein, ist ein Holding. Wieder gegen die Jaguars, die bisher wirklich von den Strafen geplagt werden, aber hier direkt holt man direkt das First Down raus. Gardner Minshew bisher ziemlich gar nicht mal so schlecht, also zumindest in dem Drive, im Drive davor echt nicht so gut. Aber jetzt wirklich geht's richtig los mit CJ Chark oder DJ Chark, ich weiß gar nicht genau. Und hier direkt nächstes Play, eifert hier mit einem Truck, läuft da einfach die Defense um und hier direkt die nächste Flagge gegen die Jacksonville Jaguars schon wieder. Also die Schiedsrichter haben definitiv was gegen die Jaguars, aber macht nichts, Leonard Fournette läuft hier direkt wieder in die Red Zone rein. Schauen wir mal, ob er es direkt jetzt schaffen kann. Nein, auf die 2-Yard-Line. Das heißt, wir gehen hier mal in den Pass, aber da kommt der Touchdown und wieder auf Chark, der vorhin schon so ein Big Play hatte. Und damit gehen die Jacksonville Jaguars wieder in Führung, 7 zu 3 jetzt. Und die Texans spielen bisher in der Offense ziemlich unspektakulär, laufen das meiste über David Johnson, weshalb ich da auch ziemlich viel rausgeschnitten habe aus deren Drives. Aber jetzt passen sie mal und da ist CJ Henderson, der Rookie, verteidigt hier richtig gut und damit werden die Texans dazu gezwungen zu punten. Punt Return nicht sonderlich erfolgreich, kommt bis auf die 31-Yard-Line und hier Gardner Minshew mit dem Pass bei 3. und 10 und macht den wieder auf Chark Jr., gefällt mir richtig gut, der Junge. Und wir kommen zur 2-Minute-Warning. Ist schon wirklich ziemlich schnell heute vergangen. Und geht direkt weiter. Nächster Pass von Gardner Minshew. Diesmal auf, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber schönes Deadleg, aber der Cornerback fällt nicht drauf rein. Aber bisher der Receiving Core von den Jaguars gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Muss ich mich mal genau mit auseinandersetzen. Und hier wollte ich mal die richtig gute Pass-Coverage zeigen von den Texans, die wirklich hier in dem Drive richtig gut gecovert haben. Hier direkt nächster Pass und da ist direkt wieder Nummer 22 von den Texans. Weiß leider nicht, wer das ist, aber dafür gehen wir dann fürs Field Goal und gehen mit 10 zu 3 in Führung.
Und hier wird Deshaun Watson gezwungen zu laufen, weil keiner frei ist. Macht da seine 5 Yards und kommt gut voran. Gehen natürlich jetzt in No-Huddle, weil sie schnell vorankommen müssen, noch, weil gleich die Halbzeit zu Ende ist. Kurzer Pass auf David Johnson. Complete, aber bringt nicht viel. Und hier direkt nächster Pass auf David Johnson fürs First Down. David Johnson bisher echt ein richtig gutes Spiel, macht hier seine Yards, seine Catches, obwohl er eigentlich Running Back ist, und haut da richtig raus. Also der ist richtig on fire heute. Und hier tankt sich der Tight End der Texans richtig weit nach vorne noch fürs First Down. Es tut mir echt leid, ich kann den Kader leider nicht so gut bei beiden Teams. Bei den Texans noch ein bisschen mehr. Aber macht ja nichts. Und hier direkt der nächste Pass auf Will Fuller, den kenne ich tatsächlich. Und der ist richtig gut. Aber jetzt müssen die Texans fürs Field Goal gehen. Und das machen sie natürlich auch. Und damit gehen die Jacksonville Jaguars in die... Wobei, wir haben hier noch einen kurzen Return, aber wahrscheinlich mit 6 zu 10 in die Halbzeit. Und hier kommt ein richtig schöner Spin-Move, aber der reicht leider nicht für einen Touchdown. Ja, die einzige Möglichkeit jetzt noch gewesen, zu scoren, aber macht ja nichts. Aber jetzt bekommen die Texans den Ball wieder zurück und der Return erfolgt, aber nur bis an die 29, was heißt hier nur bis an die 29, was gar nicht so schlecht ist. Und hier wieder der nächste Run über David Johnson, also wirklich nicht die kreativste Art zu spielen heute von den Texans. Aber wenn sie dann mal passen, dann richtig. Und hier wurde ich richtig geflaxt. Will Fuller mit der Hitch and Go. Da bin ich richtig drauf reingefallen. Ich habe den Midlinebacker gespielt. Und damit kommen die Texans wieder richtig weit nach vorne. Und der nächste Run wird hier richtig gut gestoppt. Noch direkt auf der Line of Scrimmage. Und jetzt Deshaun Watson hier wieder mit dem Pass auf Brandon Cooks müsste es sein. Für 7 Yards. Und hier mit dem Fake, also mit der RPO, die zieht Deshaun Watson wieder raus und läuft in die Endzone. Das sah ich echt nicht gut aus. Deshaun Watson dafür umso besser. Und damit steht es 13 zu 10 für die Texans. Also haben die Texans wieder den Lead. Und wir kommen wieder rein. Gardner Minshew mit der Play-Action. Sieht da Eifert, nicht Eifert, oder? Ich bin mir echt unsicher beim Kader. Ich sag, glaube ich, gar keine Namen mehr. Das müsste Eifert gewesen sein. Genau, hier wieder mit dem nächsten Truck und läuft hier fast bis zum Touchdown. Hat leider nicht ganz gereicht, aber macht ja nichts. Wir greifen trotzdem gut vorwärts und hier direkt wieder. Ich glaube, es ist Eifert. Ich bin mir echt nicht sicher. Und hier ist es dann wirklich viel zu leicht und da erfolgt dann der Touchdown. Und damit steht es 16 zu 13. Wenn das Field Goal sitzt, was es tut, 17 zu 13, das heißt, die Texans brauchen einen Touchdown, um das Spiel für sich zu entscheiden, können nicht mehr ausgleichen, sondern nur noch die Führung nehmen. Und da gehen die Texans erstmal aufs Knie, starten von der 25-Yard-Line und da ist der erste direkten Hitstick, aber Completion ist vorhanden. David Johnson hier wieder mit dem nächsten Carry und der wird noch vor der Line of Scrimmage, vor dem First Down gestoppt. Das juckt die Texans aber relativ wenig, geben den Ball direkt wieder an David Johnson und diesmal holt er sich das First Down. Texans driven gut nach vorne und hier richtig schöne Toe-Taps, wieder von David Johnson, von wem sonst, in dem Spiel wirklich wahrscheinlich Spieler des Spiels. Und jetzt gehen die lang, nein, Deshaun Watson läuft hier selber, ich wollte gerade schon wieder David Johnson sagen, aber der war es diesmal nicht. Hier geht es direkt weiter, wieder Brandon Cooks, kommt gut vor, aber schafft es nicht fürs First Down, aber dafür David Johnson mal wieder First Down und mehr. Und dann kommen wir zu Two-Minute Warning, das heißt, während hier die Sonne untergeht in Jacksonville, bereiten sich beide Teams nochmal auf die letzten beiden Minuten vor und hier kommt ein ganz merkwürdiger Pick, den ich echt nicht haben wollte, deswegen habe ich direkt darauf folgend ein 3 and out geworfen, also das war mir auch ziemlich egal, ich habe sofort immer so auf irgendjemanden geworfen, der halt immer sofort irgendwie im Trouble war, wo dann auf jeden Fall kein First Down raus resultieren konnte, weil ich das ehrlich gesagt nicht wollte, so zu gewinnen. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich lame, also die Interception
das würde halt so niemals passieren. Das ist halt Madden-Logik. Und ja, deswegen habe ich mir da so gedacht, nein, mache ich nicht. Und dann durch den Punt kommen die Texans wieder aufs Feld, während sich hier die beiden gegenseitig den Bauch kraulen oder was auch immer die da machen. Und Deshaun Watson, jetzt muss er performen. Und ist natürlich wieder gezwungen, auf David Johnson zu werfen, auf wen sonst. Der macht hier wirklich das Spiel seines Lebens. Und no huddle jetzt von den Texans. Hier auf Brandon Cooks, der Wurf von Deshaun Watson geht gut vor. Die driven richtig gut nach vorne, aber brauchen natürlich den Touchdown. Und hier David Johnson wird ins Ausgetackelt, aber First Down zumindest. Deshaun Watson hier wieder nächster Pass, versucht hier selber zu laufen und wird dann dabei gesackt von Lynch, von Aaron Lynch. Und das heißt, die Texans gehen trotzdem weiter in No-Huddle, anstatt einen Timeout zu nehmen. Haben hier echt gar keinen Zeitdruck, gehen einfach nur ins No-Huddle, kein Timeout, wollen einfach hier ganz gechillt nach vorne driven und hier wieder David Johnson, wer sonst. Und jetzt nehmen die Texans ihr erstes Timeout. Und jetzt wird's entscheidend. Tight End von den Texans schafft es nicht irgendwie out of bounds zu kommen, deswegen müssen die Texans ihr nächstes Timeout nehmen. Und jetzt könnte es der entscheidende Spielzug sein. Und das ist er auch. Touchdown für die Texans. Da ist das Ding. Randall Cobb mit dem Touchdown. Und dann steht es 19-17. Wahrscheinlich jetzt gleich 20-17, wenn die Texans, oder wenn Fairbairn den reinmacht. Und das macht er natürlich auch. Und jetzt ist die letzte Chance für die Jaguars ein Return-Touchdown. Jetzt schauen wir mal, ob die Jacksonville Jaguars den machen. Kick erfolgt. Der Kick geht auf die 7-Yard-Line und hier kommt ein Wahnsinn-Spin-Move. Er ist durch. Nein, da ist der eigene Mitspieler, der ihn behindert und den Spielzug zunichte macht. Wahrscheinlich wäre ich sonst durch gewesen. Das wäre dann wahrscheinlich der Sieg gewesen, aber es sollte nicht sein. Und hier kommen die Spiele nächste Woche. Die Colts gegen Titans, Eagles gegen die Giants, Jaguars gegen Packers, Football Team gegen die Lions, Texans gegen Browns, Buccaneers, Panthers, Chargers, Dolphins, Broncos gegen die Raiders, Bills gegen die Cardinals, 49ers gegen die Saints, Seahawks gegen die Rams, die Bengals gegen die Steelers, die Ravens gegen die Patriots und die Vikings gegen die Bears. Also wenn ihr Geld gewinnen wollt, also wenn ihr 10 Euro gewinnen wollt, schreibt mal einfach ein Matchup in die Kommentare, welches ich spielen soll, so jetzt da. Und dann seid ihr automatisch im Topf, so wie Tobi, der kann natürlich auch nächste Woche wieder mitmachen. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren. Ich habe das Ziel, bis Ende November auf 30 Abonnenten zu kommen. Wäre richtig nice, wenn ich das schaffen würde. Und natürlich, dafür müsstet ihr auch die Videos teilen, damit die Community wächst. Würde mich freuen. Also, haut rein. Servus.